Ich habe mir das einfach ein bisschen näher angesehen, nachdem ich mitten im Wohnbau drinnen bin und habe mal geschaut, wo sind die freien Wohnungen in Graz, die es angeblich gibt. Und ich bin jetzt fündig geworden, es ist einfach angeschaut worden, welche Wohnungen verbrauchen keinen Strom, um einen Vergleich in die Autobranche zu ziehen. Hier haben wir die Autos, die keinen Sprit verbrauchen. Und jetzt Rückschlüsse zu ziehen, dass da das Potenzial ist, ist einmal von Grund auf falsch. Schauen wir uns jetzt das, die gibt es sattelschlepperweise, also diese Autos, die keinen Sprit mehr brauchen. Und genauso verhält es sich auch bei Wohnungen. Wir haben hier ein Paradehaus in Graz, also das Nordsternhaus, wo wir selbst also jahrelang unser Büro haben. Und schauen wir mal hinter den Kulissen. Das ist in dem Haus gibt es also eine dieser leeren Wohnungen. Nur wer glaubt, dass diese nutzbar sind, der irrt. Da gibt es eine Holztreppe rauf. Feuerpolizeilich dürfen sie dort gar niemanden wohnen lassen. WC gibt es auch keines drinnen. Und ich sage, dadurch, dass das Ganze einer Altstadtkommission unterliegt, werden sie sich auch schwer tun, das umzubauen. Also jede Menge Auflagen. Und dann glaubt man, dass solche Potenziale genützt werden können. Springen wir jetzt ein bisschen nach vor. Wenn ich solche Oldtimer oder ich sage Schmuckstücke in der Stadt renovieren möchte, dann muss ich ordentliches Geld in die Hand nehmen, dass daraus ein schönes Auto oder eine schöne Wohnung entsteht. Jetzt, ich sage, den Altbestand hoch zu besteuern und zu glauben, ja, dass die dann um 3 oder 5 Euro zu vermieten sind, der irrt. Wir müssen das liebevoll herrichten und müssen uns auch Gedanken machen und nicht wieder, ich sage, glauben, jetzt erfinden wir halt schnell wieder eine Steuer. Steuern haben wir genug. Und ich glaube, dass in der Zwischenzeit auch das Volk schon genug hat von Steuern.